Ja, lieber Herr Siebenkotten, Herr Billen, liebe Ilse Aigner, liebe Minister aus den Ländern, meine Damen und Herren, ich freue mich, heute hier zu sein. Herr Billen hat eben noch mal darauf hingewiesen, die Zeit des Katzentisches sei vorbei für den Verbraucherschützer. Das ist wohl wahr, das habe selbst ich mitbekommen, denn wir treffen uns seit geraumer Zeit einmal jährlich im Grundsatz und besprechen die Dinge. Und das ist nicht darauf hinzuwirken, oder das ist nicht deshalb, weil Ilse Aigner keine permanenten guten Kontakt hat, sondern weil wir verstanden haben, Verbraucherschutz ist Querschnittsaufgabe. Und genau aus diesem Grunde haben wir diese sehr regelmäßigen Gespräche, dabei auch Auswertung dessen, was gelungen ist und was nicht gelungen ist. Und dass ich ab und zu einkaufen gehe, das stimmt. Gott sei Dank werde ich nicht jedes Mal von einem Leserreporter erwischt. Und eine der Dinge, die ich mache, ist im Supermarkt immer Fotografieren abzulehnen, wenn mich einer fragt, ob wir gemeinsam ein Bild machen können, weil ich dann alles durcheinander bringe. Und einmal ist es mir so gegangen, dass die ganze Verkäuferin-Schar auch so durcheinander war, als ich dort noch Autogramme gab, dass ich das falsche Paket zu Hause hatte und der andere Verbraucher auch. Und um das zu verhindern, mache ich jetzt nur kein Multitasking, sondern nur normales Einkaufen, wenn ich einkaufe. Meine Damen und Herren, Verbraucher haben die Wahl. Das hat man eben bei Ihren Ansprachen schon gemerkt, dass dieses Motto vieldeutig zu verstehen ist. Denn Sie wissen auf der einen Seite, dass Verbraucher immer die Wahl haben, aber in einem Wahljahr haben die Verbraucher natürlich auch die Wahl. Und da die Verbraucher wir alle sind, ist dies fast ein Aufruf zu einer großen Wahlbeteiligung, was ich auch wiederum begrüße. Und die Verbraucherzentralen wissen ja auch, wie wichtig es ist, Informationen einzuholen. Und das Leben im 21. Jahrhundert wird ja nicht einfacher, um es mal vorsichtig zu sagen. Durch die verschiedenen Optionen, die wir haben, ist die Auswahl sehr viel größer und dadurch werden die Anforderungen an die Verbraucher auch immer komplizierter, sich durch den Dschungel von Möglichkeiten hindurchzufinden. Und deshalb ist es von allergrößtem Wert, dass darüber gesprochen wird, wie einerseits sachlich richtig informiert wird, aber auf der anderen Seite auch verständlich informiert wird. Denn es ist eben angeklungen, durch eine möglichst komplizierte juristische Ausdrucksweise bin ich zwar vermeintlich auf sicherem Boden, aber zum Schluss ist das gekoppelt mit einer fast nicht mehr Verständlichkeit der Ansagen. Und hier die richtige Balance zu finden, das ist eine nicht immer ganz einfache Aufgabe. Das Wissen potenziert sich und wer heute etwas kaufen will, eine Versicherung abschließen will, im Internet finden sich zwar Antworten zu fast allen Fragen, aber wir haben weder die Lust noch die Zeit noch die Möglichkeit, alle x-tausend Suchergebnisse zu durchforschen. Und können wir dann die Informationen überhaupt entsprechend unseren Kundenbedürfnissen richtig bewerten und einordnen? Und was, wenn die Antworten jetzt auch dann noch verschieden ausfallen und ich keinen Überblick habe, wer nun der glaubhaftere Informant ist? Deshalb ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir auch versuchen und Sie vor allen Dingen als Verbraucherschützer, als Verbraucherzentralen versuchen, den Menschen Durchblick zu geben, Orientierung zu geben, Sicherheit zu geben, Halt zu geben. Denn es ist das Wort schon gefallen, das Vertrauen hat an vielen Stellen wirklich sehr nachgelassen. Nun wissen wir auf der anderen Seite aber auch, dass die Kunden und die Verbraucher ja nicht den einen Wunsch haben, nicht die eine Vorstellung. Und wir wollen natürlich auf der anderen Seite auch Qualität, einerseits aber auch Vielfalt gelten lassen. Und deshalb war diese Studie, die Sie uns eben vorgestellt haben, wie reagieren die Verbraucher eigentlich auf das, was sie vorfinden, recht interessant. Wir haben für stärkere Rechte und Regelungen im Interesse der Konsumenten zu sorgen. Das ist eine politische Aufgabe. Wir müssen Leitplanken setzen, damit verlässliche und transparente Informationen gegeben werden. Ich will einiges erwähnen, was gerade Ilse Aigner auf den Weg gebracht hat, die eine immerwährende Kämpferin für mehr Verbraucherschutz auch in der ganzen Bundesregierung ist. Die Telefonhotline des Verbraucherministeriums, Verbraucher-Apps für Smartphones können große Hilfen sein. Die unabhängige Beratung der Verbraucherzentralen ist von allergrößter Bedeutung. Verbraucherbildung
wird in den nächsten Jahren noch einmal zunehmen in seiner Bedeutung. Es gibt natürlich auch verschiedenste Ansatzpunkte, um Konsumentenkompetenz zu stärken. Das sind Angebote, das können Siegel sein, zum Beispiel ein staatlich kontrolliertes Siegel wie das Bio-Siegel, und zum anderen auch privatwirtschaftlich organisiert werden. Siegel können sinnvoll sein, aber da ich eben gefragt wurde, worüber ich mich manchmal ärgere, es ist schon schwer, auch zwischen all den Siegeln, wenn man sich nicht jeden Tag damit befasst, zu unterscheiden, welche sind wirklich valide und welche führen einen vielleicht in die Irre. Das heißt, an dieser Stelle muss versucht werden, möglichst wenige, aber möglichst einprägsame zu haben, auf die sich der Kunde dann wirklich verlassen kann. Denn Etikettenschwindel kann auch sehr schnell passieren und beim flüchtigen Lesen, und da sind viele Haken und Ösen zu überwinden, kann dann der Etikettenschwindel auch sehr schnell stattfinden. Was ist die Kernaufgabe der Verbraucherpolitik? Erstens Schutz vor mangelhaftem Wettbewerb und überhöhten Preisen. Zweitens Schutz vor Täuschung und Betrug. Drittens Schutz vor gesundheitlichen Gefahren. Das sind ganz klassische Felder der Verbraucherpolitik. Ich will hier das auch von vielen Kunden genannte Thema Lebensmittelüberwachung noch einmal aufführen. Wir haben die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Krisenfällen auf eine völlig neue Grundlage gestellt. Die Bundesländer haben unsere Anregung zu überregionalen Kontrollteams zur Überwachung von überregional tätigen Unternehmen aufgegriffen. Die ersten Länder haben bereits solche Teams eingerichtet, und wenn wir das richtig schaffen, dann kann man sagen, die föderale Arbeitsteilung hat sich bewährt. Aber ich will auch ganz deutlich sagen, und Ilse Aigner hat das an vielen Stellen erfahren, sie stößt auch immer wieder an ihre Grenzen. Und deshalb wollen wir die koordinierende Rolle des Bundes weiter ausbauen in der nächsten Legislaturperiode. Man kann mit dem Erreichten noch nicht zufrieden sein. Es wird sehr schnell so. Viele Landesminister sind hier und sind dann immer ein bisschen ärgerlich, wenn der Bund sich angeblich zu sehr in ihre Belange einmischt. Aber, meine Damen und Herren, auf der anderen Seite, wenn etwas passiert, ist die Anfrage sofort an den Bund, was habt ihr gemacht? Und es ist dann sehr, sehr schwer, wenn man nicht bis ins Letzte erklären kann, dass auch wirklich alle Zähne ineinander greifen, die Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, dass der Föderalismus eine gute Sache ist. Und weil wir politisch überzeugt sind, dass er eine gute Sache ist, muss er auch funktionieren. Ich möchte im Weiteren auf drei Bereiche eingehen, die, glaube ich, im Augenblick im Fokus des Verbraucherschutzes stehen und die auch mir sehr am Herzen liegen. Zuvor noch, Herr Siebenkotten, eine Bemerkung zur Miete. Wir haben ja rechtlich geregelt den einen Fall, nämlich bei Bestandsmieten, dass die Preissteigerung begrenzt werden kann. Die Länder haben dazu die Ermächtigung, das für bestimmte Gebiete zu machen. Die bayerische Staatsregierung hat das zum Beispiel jetzt im Bereich von München ermöglicht, und so werden andere folgen. Der zweite Punkt, um den jetzt die Debatte geht, ist die Frage der Neuvermietungen und wenn eine Wohnung neu an einen neuen Mieter vermietet wird. Und hier haben wir in der Tat in der Union noch uns das einmal durch den Kopf gehen lassen. Ich war auf dem Deutschen Städtetag und war sehr beeindruckt, dass parteiübergreifend alle Oberbürgermeister davon überzeugt waren, dass auch in diesem Bereich eine Begrenzung eingeführt werden muss. Und genau aus diesem Punkt haben wir uns auch entschlossen, dies jetzt in unser Wahlprogramm aufzunehmen. Wir müssen an der Stelle nur sehr aufpassen, dass wir gleichzeitig es schaffen, dass auch neue Wohnungen gebaut werden. Wenn wir eine Situation bekommen, dass kein Neubau von Wohnungen in Ballungsgebieten mehr stattfindet, in denen die Mietpreise schon sehr hoch sind, hilft keine Art von Begrenzung uns letztlich aus dem Dilemma heraus, dass der Wohnraum nicht ausreicht. Aber ich spreche mich ausdrücklich über das heute gegebene Gesetz hinaus aus. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn die SPD als erste Mal eine gute Idee hatte, dann bin ich doch die Letzte, die das nicht mit unter dem Etikett Verbraucherschutz, Patentierung nun wirklich auch festschreibt. Ja, es war eine SPD-Idee, ist von CDU-Oberbürgermeistern übernommen worden, anschließend von CDU und CSU, und dann müssen wir es bloß noch umsetzen, meine Damen und Herren. Und wenn ich dann auch noch, richtig, da muss ich nur noch die FDP davon überzeugen, aber daran arbeite ich, meine Damen und Herren. So, aber jetzt zu den drei Bereichen. Erstens Geldanlagen.
Wie sicher sind unsere Geldanlagen heute noch? Wie sieht die Energieversorgung, mein zweites Thema, von morgen aus? Und drittens, wie können wir uns im Internet bewegen? Das sind, glaube ich, drei Kernthemen, zu denen ich einige Ausführungen machen möchte. Geldanlage ist eine absolute Vertrauensfrage und dieses Vertrauen ist durch die internationale Finanzkrise sehr zerstört worden. Es ist nachhaltig gestört und es ist auch noch nicht wieder zurückgewonnen. Und mit meinen Gesprächen mit den Banken, und ich will ausdrücklich sagen, wir brauchen Banken, um eine funktionierende Wirtschaft zu haben. Aber in meinen Gesprächen mit den Banken sage ich immer und immer wieder, dass dieses Vertrauen durch viel Arbeit nur zurückgewonnen werden kann. Das wird auch nicht ganz schnell gehen. Und da wir nach der internationalen Finanzkrise auch noch in eine Staatsschuldenkrise im Euro-Bereich hineingekommen sind, aus der wir noch nicht wieder vollkommen heraus sind, ist diese Vertrauensbasis auch schwer erschüttert. Denn Anleger und Investoren bei den Finanzmärkten hatten sich zeitweise von einigen europäischen Ländern abgewandt. Man sieht dann, dass es ein sehr schwieriger Zustand ist, wenn plötzlich von bestimmten Ländern kein Investor mehr Staatsanleihen kaufen möchte. Und wir sind jetzt dabei, dieses Vertrauen zurückzugewinnen. Und das kann nur dadurch zurückgewonnen werden, dass die Überzeugung bei den Anlegern und Investoren, die in Staatsanleihen investieren, besteht, dass Staaten ihre Schulden auch wieder zurückzahlen können. Und diese Aufgabe muss im Wesentlichen von den betroffenen Ländern gelöst werden. Da können wir helfen, solidarisch helfen, Zeit ihnen einräumen, um die notwendigen Strukturreformen durchzuführen, die Banken zu sanieren. Da können wir Garantien geben. Aber das Problem selbst lösen können nur die Länder selber. Und deshalb sind an dieser Stelle zum Teil auch kontroverse Diskussionen zu führen gewesen. Aber ich glaube, sie waren notwendig, um unseren Euro auf eine stabile Grundlage zu stellen. Und wir alle wissen, wenn das Vertrauen in die eigene Währung nicht ausreichend da ist, dann haben wir ein Riesenproblem. Und meine Damen und Herren, deshalb sind solide Haushalte eine der Grundvoraussetzungen für langfristiges Vertrauen. Aber das reicht alleine nicht aus, sondern wir brauchten vor allen Dingen auch, und das war ja die Ursache der Finanzkrise, wir brauchen vor allen Dingen eine nachhaltige Regulierung der Finanzmärkte. Da haben wir die Devise ausgegeben und die gilt nach wie vor. Jedes Produkt, jeder Ort und jeder Akteur müssen reguliert werden. Und das nicht nur in Deutschland, da haben wir das weitestgehend geschafft, sondern das weltweit. Und deshalb wird sich auch in diesem Jahr die G20-Konferenz im September wieder mit dieser Frage beschäftigen. Wir haben Fortschritte gemacht. Wir haben mehr Eigenkapitalversorgung bei den Banken durch die sogenannten Basel-III-Regelungen. Wir haben international vereinbart, dass alle systemrelevanten Banken so mit Eigenkapital ausgestaltet werden müssen, dass sie nicht mehr dem Steuerzahler zur Last fallen. Die Banken sind darüber zum Teil alles andere als glücklich. Aber es hat keinen Sinn, es darf nicht vorkommen, dass man sagen kann, too big to fail, ich bin zu groß, um pleite zu gehen, um anschließend sich in die Hand des Steuerzahlers zu begeben. Das ist für die großen systemrelevanten Banken weltweit inzwischen vereinbart, dass das nicht mehr passieren darf und kann. Die Banken müssen einen Abwicklungsplan vorlegen, sie müssen zeigen, wie sie selber im Falle von Risiken auch aus der risikobehafteten Situation sich herausbewegen können. Darüber hinaus haben wir in Deutschland, und das wollen wir auch für andere Länder in der Welt machen, einen Fonds geschaffen, in den die Banken einzahlen müssen, um im Falle der Fälle dann nochmal ein Polster zu haben, damit nicht der Steuerzahler eintreten muss. Das ist die sogenannte Bankenabgabe. Hier allerdings haben wir erlebt, dass bei der deutschen Bankenlandschaft der Aufbau eines solchen Fonds sehr lange dauert. Denn viele haben auch zum Teil mit Recht die Sparkassen, die Volksbanken gesagt, wir haben keine Risiken verursacht, also wollen wir auch keine großen Abgaben zahlen in einen solchen Fonds. Und deshalb müssen die relevanten Banken hierzu beitragen und da wird der Aufbau eine ganze Weile dauern. Wir haben eine Vielzahl von Regelungen eingeführt. Wir wissen inzwischen, wie wir Banken restrukturieren können, wie wir sie abwickeln können. Wir haben den Hochfrequenzhandel in Deutschland verboten und es hat sich eines übrigens herausgestellt. Deutschland ist oft vorangegangen, hat das erste Gesetz im europäischen Raum gemacht.
Und dann sind wir kritisiert worden, auch als wir die Leerverkäufe zum Beispiel als einzige verboten haben. Und als es dann 5 Wochen vorbei war, hat sich ganz Europa entschlossen, es auf die europäische Ebene auch zu übernehmen. Das heißt, wenn wir globale Regelungen wollen, brauchen wir nationale Vorreiter. Dann muss Europa handeln. Und wenn Europa gehandelt hat, haben wir auch eine gute Chance, es vielleicht weltweit durchzusetzen. Man kann sich jedenfalls nicht dahinter zurückziehen, dass noch nicht alle einer Meinung sind, sondern man muss durchaus auch mal einen Schritt vorangehen. Jetzt sind wir dabei, die Bankenaufsicht in ganz Europa zu stärken. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Wir sind dabei, die Einlagensicherung in allen europäischen Ländern zu harmonisieren. Und wir sind dabei, ein gleiches Abwicklungsmechanismus in Europa auch durchzusetzen. Wieder Fortschritte, die hier gemacht werden. Und wir sind natürlich auch dabei, dass wir die Kunden stärker im Blick haben. Deshalb dürfen künftig sämtliche Arten von Investmentfonds und ihre Verwalter, alle stehen unter der Finanzaufsicht. Hedgefonds dürfen nicht mehr für private Anleger aufgelegt oder an sie verkauft werden. Damit werden vor allen Dingen Kleinanleger vor besonders risikoreichen Finanzprodukten geschützt. Und wir haben dafür gesorgt, dass künftig auch Verbraucherfragen bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, bei der BaFin, stärker berücksichtigt werden. Nun sind wir hier in einem Disput. Sie sagen, Sie möchten einen Finanzmarktwächter. Wir sagen, die Verbraucherschützer haben im Sitz und Stimme im neuen Verbraucherbeirat, der die Finanzaufsicht berät. Herr Billen sagt, das reicht nicht. Wir sagen, lasst uns doch erstmal das anschauen. Und insofern haben wir diese Klippe noch zu überwinden. Aber ich glaube, wir sind einen wichtigen Schritt gegangen mit diesem Verbraucherbeirat, der die BaFin auch berät. Und sich am 20. Juni wird sich dieser Beirat konstituieren. Ich bitte Sie jedenfalls erstmal dort auch mitzumachen. Dann sind wir auf dem Schritt zu einem Finanzmarktwächter jedenfalls ein Stück vorangekommen. Und ob das reicht oder nicht, werden wir später dann entscheiden müssen. Meine Damen und Herren, wir haben in dieser Legislaturperiode, insbesondere Ilse Aigner hat das getan, schon eine Menge durchgesetzt. Es gibt jetzt über jedes Finanzgeschäft ein Beratungsprotokoll, es gibt ein Produktinformationsblatt. Allerdings haben wir festgestellt, dass diese Beratungsprotokolle wieder nach der Maßgabe zum Teil auch ausgefüllt werden, die man schon von Texten kennt, die zu bestimmten Produkten abgefasst werden. Der Berater sichert sich ab. Aber der Kunde kann immer noch nicht ganz sicher sein und insofern müssen wir uns immer wieder anschauen, funktioniert das wirklich? Erreichen wir das, was wir erreichen wollten oder müssen wir nachsteuern? Wir sind ja hier auch in einem Bereich, wo wir noch keinerlei Erfahrungen haben und deshalb müssen wir da mit Ihnen auch weiter zusammenarbeiten. Wir haben über die Regulierung am grauen Kapitalmarkt habe ich gesprochen und wir werden jetzt auch die Honorarberatung für Finanzdienstleistungen noch durchsetzen, auch ein wichtiger Punkt. Meine Damen und Herren, wir haben aber international eben im Bereich der Finanzmärkte noch viel zu tun. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Und insbesondere werden in diesem Jahr beim G20-Treffen in St. Petersburg die sogenannten Schattenbanken im Fokus stehen. Nämlich wie wir hier sicherstellen können, dass nicht nach der Regulierung der systemischen Banken alle Risiken in die Schattenbanken abwandern, zum Beispiel eben Hedgefonds und dann international doch wieder die gleichen Risiken entstehen, wie sie früher auch bei Banken entstanden sind. Also es darf keine Verdrängung geben, sondern es muss eben jedes Finanzprodukt reguliert werden. Und Herr Billen hat schon auf die unterschiedlichen Gegebenheiten im steuerlichen Bereich hingewiesen, die dann auch eine große Rolle im digitalen Bereich spielen. Auch hier wird es ein dickes Brett sein, in der EU weiter zur Steuerharmonisierung zu sprechen, weil wir auf Dauer mit diesen sehr unterschiedlichen Steuersystemen immer wieder Verdrängungseffekte haben werden, die uns nicht recht sein können. Zweiter großer Bereich, Energieeffizienz, Energiewende, bezahlbare Energie. Das ist ein Riesenbereich, in dem Verbraucherinnen und Verbraucher die Frage stellen, was bedeutet die Energiewende für mich? Wir haben hier zwei Bereiche, die ich nennen möchte. Das eine ist die Gebäudesanierung. Hier finde ich es bedauerlich, dass es mit den sozialdemokratisch regierten Ländern nicht gelungen ist, in dieser Legislaturperiode ein steuerliches Anreizprogramm hinzubekommen zur verbesserten Gebäudesanierung. Wir wissen, dass die Verbraucher sehr bereit sind,
in Sanierung zu investieren, wenn sie steuerliche Anreize bekommen. Und leider ist hier ein solches Gesetz nicht zustande gekommen. Die Bundesregierung hat dann gehandelt. Wir haben durch die KfW ein eigenes Programm aufgelegt. Allerdings wird das nicht so effizient sein. Und ich möchte mich nochmal auch bei den Verbraucherschützern bedanken, die zusammen mit den Umweltverbänden, Handwerksverbänden, Industrieverbänden sich dafür eingesetzt haben. Vielleicht schaffen wir es ja doch irgendwann nochmal. Wir haben eine Novelle der Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung auf den Weg gebracht. Damit soll die Energieeffizienz vieler Haushaltsgeräte besser abzuschätzen sein. Herr Billen hat sich mokiert über die Frage der CO2-Effizienz, die auch mit dem Gewicht zusammenhängt. Nun muss ich sagen, Ihr Hinweis auf die Leopard-Effizienz im Verbrauch mag ganz nett sein. Auf der anderen Seite ist es auch unter den schwereren Autos, die es auch noch eine Weile geben wird, nicht uninteressant, welches dieser Autos innovativ ist und welches dieser Autos nicht innovativ ist. Also wenn Sie die größeren sozusagen aus der Verantwortung rauslassen, weil der kleinste immer das beste Energieeffizienzkennzeichen hat, dann kann das auch seine Nachteile haben. Und ich finde, man muss auch für diejenigen, die größere Autos fahren, wenn man sie nicht ganz verbieten will, und das will ich nicht, dann muss man dort auch entscheiden können, bei einem größeren Auto, ist mein Auto von einer neueren Technologie oder nicht, denn viele Hersteller investieren sehr viel in energieeffiziente Motoren. Und nebenbei gesagt, das will ich hier an dieser Stelle auch noch mal sagen, auch wenn es vielleicht gerade nicht populär ist, viele der technischen Innovationen haben wir in Deutschland in den Kleinwagen nur deshalb, weil auch bei den größeren Autos die Forschung vorangetrieben wurde. Das geht vom Material bis hin zu den Motorentechniken. Und deshalb kann ich auch der gewichtsbezogenen Energieeffizienz durchaus etwas abgewinnen, meine Damen und Herren. Durchaus noch steigerungsfähig, aber man muss ja. So, der zentrale Punkt der Energiewende ist, glaube ich, im Augenblick aber die Frage der Stromkosten und der Strompreise. Und hier ist es notwendig, dass wir eine bessere Verzahnung des erneuerbaren Energiengesetzes mit dem Netzausbau und den Kraftwerksreserven hinbekommen, die wir brauchen, um eine tägliche oder um eine dauerhafte Energieversorgung sicherzustellen. Denn die Versorgungssicherheit ist natürlich für ein Industrieland wie Deutschland ein Wert an sich. Wir brauchen also Versorgungssicherheit, Umweltfreundlichkeit und Preisstabilität. Und alle drei Dinge bei dem dynamischen Ausbau der erneuerbaren Energien zusammenzubekommen, ist im Augenblick die große Aufgabe. Und deshalb will ich an dieser Stelle sagen, das EEG hat sich bewährt. Das Erneuerbare Energiengesetz beruht auf dem Einspeisevorrang. Den wollen wir auch nicht in Frage stellen, weil er sozusagen der Treiber des Ausbaus der erneuerbaren Energien ist. Aber wir werden bei einer Novelle des Erneuerbaren Energiengesetzes einen Weg finden müssen, wie wir den Einspeisevorrang stärker mit Investitionen auch verknüpfen in Netze, in nachhaltige Energieversorgung, in Speichertechnologien und Ähnliches. Die Systeme können nicht völlig entkoppelt voneinander nebeneinander her existieren, sondern sie müssen verzahnt werden bei dem Stand, den wir heute beim Ausbau der erneuerbaren Energien haben. Nur zur Erinnerung nochmal, wir brauchen eine verfügbare Kapazität von Energie an einem normalen Tag von etwa 70 Gigawatt. Wir nähern uns beim Ausbau der Solarenergie 30 Gigawatt. Wir haben beim Wind über 25 Gigawatt. Das heißt, wenn die Sonne scheint und der Wind weht, können wir fast unsere gesamte Energieversorgung schon aus erneuerbaren Energien speisen. Und in den vielen Stunden, in denen das nicht der Fall ist, muss immer Grundlast bereitstehen. Und das führt heute zu einer schon sehr, sehr kritischen Situation, was die Netze anbelangt und vor allen Dingen auch, was die Effizienz zum Beispiel von modernen Gaskraftwerken anbelangt. Und deshalb ist eine Novelle des EEG-Gesetzes absolut notwendig. Zweitens brauchen wir einen stärkeren Netzausbau. Hier kommen wir, glaube ich, voran und es wird in der nächsten Zeit vor allen Dingen darum gehen, auch die intelligenten Netze zu verstärken, also Netze, die auf die unterschiedlichen Gegebenheiten besser reagieren können.
Ich selber glaube, dass wir die Energiewende schaffen können. Wir sind fest entschlossen, sie durchzusetzen. Deutschland kann damit eines der interessantesten Beispiele weltweit werden, um zu zeigen, dass man auf der Basis erneuerbarer Energien auch ein Industrieland führen kann. Aber wir haben hier noch einen erheblichen Weg zu gehen und brauchen ein gutes Miteinander von Bund und Ländern. Im Übrigen auch von den Ländern untereinander. Denn die norddeutschen Länder mit ihrer sehr großen Windkapazität haben zum Teil ganz andere Interessen als die süddeutschen Länder. Und ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, eine Arbeitsstruktur zu finden, regelmäßige Treffen, zweimal im Jahr der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin, in denen wir Schritt für Schritt all diese Aufgaben auch abarbeiten. Dritter Punkt, die digitale Entwicklung. Herr Billen hat darüber sehr viel gesprochen und die Aufgaben, die vor uns liegen, sind bei weitem noch nicht abgearbeitet. Wir haben als Bundesregierung erst einmal 2011 eine Cybersicherheitsstrategie beschlossen, denn IT-Sicherheit ist von allergrößter Bedeutung, national und international. Wir können mit deutschen Insellösungen zwar voranschreiten, aber dauerhaft die Dinge natürlich nicht sicherstellen. Allerdings war interessant bei der CeBIT, weil Sie das Thema Wer überwacht meine Cloud angesprochen haben, gab es Anbieter dort, die sichergestellt haben, dass für den deutschen Mittelstand sie nur Cloud-Konstruktionen anbieten, die auch in Deutschland angesiedelt sind, weil die Mittelständler für Cloud-Rechnungen außerhalb Deutschlands eben nicht das Vertrauen haben und weil man akzeptiert hat, dass die deutschen Kunden ein höheres Maß an Sicherheit wollen. Und deshalb will ich auch zur Datenschutzgrundverordnung, die in der Europäischen Union debattiert wird, etwas sagen. Unser Datenschutz ist höher als in vielen europäischen Ländern. Und deshalb setzen wir uns bei den Beratungen, das tut auch der Innenminister, gemeinsam mit der Verbraucherschutzministerin, für einen hohen Datenschutz ein. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir genug Gleichgesinnte in Europa finden. Denn solche Verordnungen werden mit qualifizierter Mehrheit und nicht einstimmig beschlossen. Und wenn wir keine Partner haben im Ringen um einen hohen Datenschutz, dann ist das schwierig und diese Datenschutzgrundverordnung würde dann unmittelbar für Deutschland gelten. Das heißt, wir würden an Datenschutz verlieren. Das wollen wir unbedingt verhindern und deshalb gibt es im Augenblick noch gute Gründe, die Verabschiedung einer solchen Verordnung aufzuhalten, weil sie noch nicht so ist, wie wir sie nach unseren Standards wollen. Und ich glaube, das ist auch in Ihrem Sinne, meine Damen und Herren. Wir haben dann an einigen Stellen Dinge vorangebracht. Wir haben zum Beispiel die Buttonlösung bei dem Vertragsabschluss im Internet. Ich glaube, das ist ein Fortschritt. Wir haben jetzt, das ist ein anderes Thema, aber auch ab 1. Juni die kostenfreien Warteschleifen, auch ein Abzockervorgang, den es lange Zeit gegeben hat, also auch eine schwierige Sache. Und wir haben dann noch Schwierigkeiten in der Tat bei der ganzen Frage der Abmahnindustrie und diesen angeblichen Verletzungen des Urheberrechts. Da sage ich Ihnen, wir haben eben so über einen Platz gesprochen, die Kämpfe um die Gesetzgebung gehen ja heute gar nicht zum Teil zwischen den Parteien, sondern was die Union anbelangt, darf ich Ihnen berichten, sie gehen quer durch unsere Parteien. Wir haben diejenigen, die den Urheberschutz verteidigen im Blick auf den Schutz des geistigen Eigentums, im Blick auf die Kreativwirtschaft, die einen sehr, sehr starken Urheberschutz wollen. Und wir haben dann die Nebeneffekte, dass das sehr schnell dazu führen kann, dass wieder Missbrauch betrieben wird mit dem vermeintlichen Schutz des geistigen Eigentums, was dann zu diesen Wellen von Abmahnungen oder Kosten in Kostenstellungen führt. Und deshalb ist es uns leider in dieser Legislaturperiode nicht gelungen, eine Neufassung des Urheberrechts zu finden, weil wir die notwendigen Abwägungen nicht geschafft haben. Und es ist eine der drängendsten Aufgaben für die nächste Legislaturperiode. Aber es ist bei der Berücksichtigung der verschiedenen Interessen sehr, sehr schwierig, hier Einigungen zu finden. Das haben wir jedenfalls in den letzten Monaten erlebt. Und wir haben einen zweiten Punkt, bei dem wir mit den Verbrauchern auch zusammenarbeiten müssen. Es gibt ja eine sehr große Wirksamkeit heute von der Internetgemeinde. Wenn ich an einige Gesetzgebungsvorgänge denke, wo es auch um Markenschutz ging, dann kann aus dem Internet eine Welle des Protestes kommen, die dann jede Art von Handeln unmöglich macht.
Und ich bin eigentlich sehr froh, dass es uns gelungen ist, beim Leistungsschutzrecht jetzt einmal auch eine Empörungswelle von Google zu überstehen und nicht immer sofort einzuknicken, denn die Meinung und der Schutz der Verbraucher sind auch wichtig gegen die vermeintliche Massenmacht von großen Internetanbietern. Und das wird auch in Zukunft noch zu bestimmten Kämpfen führen. Und ich muss alle Verbraucherinnen und Verbraucher einfach auch bitten, dann im Zweifelsfalle auch mal gegen die scheinbar moderne Welt des Internets sich aufzustellen. Denn wir können nicht alles durchgehen lassen, was dort scheinbar modern ist. Und zum Teil stecken da massive geschäftliche Interessen dahinter. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich auch immer wieder über die neuesten Möglichkeiten aufgeklärt werden. Deshalb hat die Bundesregierung auch eine Vielzahl von Initiativen im Bereich der Medienkompetenz. Und deshalb sagen wir auch, alle Gesetze, die wir machen können, oft ja auch reagierend auf neue technische Entwicklungen, sind nur möglich in Kombination mit der Tatsache, dass es Verbraucherzentralen gibt, dass es Verbraucherberatung gibt. Und deshalb sind wir sehr dafür, dass die Arbeit gestärkt wird, dass sie gut vonstatten gehen kann, denn sie ist eine extrem wertvolle Arbeit in unserer Zeit. Und die Bereiche und der Erfahrungsschatz, der uns auch politischerseits zur Verfügung gestellt wird aus der Arbeit der Verbraucherzentralen, ist für uns natürlich auch oft die Grundlage für neue Gesetzgebung, für Handeln, für Agieren. Und deshalb möchte ich Dank sagen für die Zusammenarbeit. Und ich möchte von Ihnen, Herr Billen, nie wieder hören, dass Sie vom Katzentisch weg sind. Eigentlich waren Sie da noch nie. Es ist nur so, dass manch einer die Bedeutung des Verbraucherschutzes nicht rechtzeitig erkannt hat. Aber der große Tisch der Gesellschaft, an dem sitzen die Verbraucherinnen und Verbraucher und alle anderen sitzen bestenfalls an Nebentischen. Herzlichen Dank und danke für Ihre Arbeit und auf gute Zusammenarbeit.